Das Dorf Eisenberg liegt auf einem Höhenzug, der sich vom Tal der Raab bis zu jenem Punkt hinzieht, wo sich Ungarn, Österreich und Jugoslawien treffen. Hier, auf einer Wiese nahe dem Anwesen des Landwirtsehepaares Aloysia und Karl Lex, entstand vor beinahe 40 Jahren ein noch nie dagewesenes Phänomen, das uns möglicherweise auf die Bedeutung des heute mehr und mehr in Vergessenheit geratenen Kreuzes Christi hinweisen soll. Am 6. September 1956 erschien plötzlich das markante braune Kreuz im Gras und gab seitdem Anlass zu heftigen Diskussionen und Auseinandersetzungen. Ob Einbildung, nicht erklärbare Erscheinung oder Zeichen vom Himmel, konnte nie eindeutig geklärt werden. Eine Frau, die mit den Ereignissen unmittelbar in Verbindung gebracht wurde, war die Bäuerin Aloysia Lex. Aloysia Klettner, so hieß sie vor ihrer Heirat, wurde am 19. Juni 1907 als eines von 5 Kindern hier in Eisenberg geboren. Im Alter von 22 Jahren heiratete sie den Viktualienhändler Karl Lex aus St. Martin, einem Pfarrdorf nahe Eisenberg. Im Verlauf ihrer Ehe gebar sie ihrem Mann 12 Kinder. Bei der Geburt ihrer letzten beiden Kinder traten Komplikationen auf und sie verlor beinahe ihr Leben. Von der Entstehung. Es war eigentlich so, seit 1947 war schon die erste Erscheinung, hat mein Vater, der Verstorbene, eine Erscheinung gehabt von der Mutter Gottes. Wir haben es ihm nicht geglaubt. Es war am Herbst und er hat Tabak gebaut und da haben sie ihm einen Tabak gestohlen, weil damals war Tabak schwer zu bekommen. Und er ist in der Nacht hinuntergegangen und wollte nachschauen, ob er jemanden erwischen kann, der seinen Tabak hat gestohlen. Und wie er heraufgeht, durch den Garten an der Stelle, wo jetzt das Rasenkreuz ist, sieht er eine schneeweiße Gestalt. Und der hat geglaubt, es wollte ihm jemanden Spaß machen. Und er ist ganz in der Nähe gegangen, ein paar Schritte ist er in der Nähe, kommen zu der Gestalt und da sieht er, es war eine Frau mit weißem Schleier, ganz verschleierte Frau im weißen Gewand. Und er hat nicht gewusst, was das zu bedeuten hat. Und er hat gedacht, vielleicht ist da eine Geisterei oder irgendwas, also ein Gespenst. Und er ist zurückgewichen ein paar Schritte und die Erscheinung ist auch zurückgewichen und ist dann verschwunden vor ihm. Und er hat es so oft erzählt, weil er war kein Mensch, der hat sein Leben nie was erzählt, was nicht wahr ist. Er war 40 Jahre bei der Gemeinde, als Gemeinderat. Und er war gut bekannt und er war ein guter Katholik. Ja, er war ein guter Christ und hat sehr viel gebeten und ist sehr viel in der Kirche gegangen. Und er hat immer, das ist ihm nicht aus dem Kopf gegangen. Er hat jeden Tag hat uns erzählt, was das nur sein könnte. Und das war so überrascht. Und wir haben dann gesagt, ja, vielleicht ist irgendein arme Seele oder was. Und erst dann, 48 ist er gestorben. 48 ist dann der Vater gestorben und es ist alles vergessen geblieben, hat niemand nichts mehr gesprochen über diese Erscheinung. Wir haben sie ihm überhaupt nicht geglaubt.
Wir haben es nicht für möglich gehalten. Also, und das, dann war es wieder ruhig bis 54, 54. Da war die zweite Erscheinung. Die jüngste Tochter war damals 6,5 Jahre. Die ist ein paar Tage in die Schule gegangen. Das war nämlich am 8. September 56 war die zweite Erscheinung. Das Kind war immer sehr viel krank, wie sie klein war. Und dann immer kränklich. Und sie war sehr auf dem Glauben, hat schon sehr fleißig gebetet. Und eines Tages, es war am 8. September, da ist sie im Garten, da hat sie in der Früh gesagt zu mir, heute in der Nacht ist ihr der Himmelvater erschienen im Traum. Sie hat immer gesagt, der Himmelvater. Sie hat das gar nicht unterscheiden können, ob es die Mutter Gottes war oder sie hat gesagt, der Himmelvater. Und na ja, habe ich gesagt, träumen kann so ein Film nicht. Immer irgendwas. Und am Tag, über den gleichen Tag, ist sie herumgerannt durch den Garten, wie halt Kinder herumlaufen. Und dann ist die Mutter Gottes durch ihre erschienen, wieder an der Stelle, wo das Kreuz ist, das Rasenkreuz. Und sie hat den Sturm gehört. So wie ein Sturm ist das gekommen. Und wir haben viele Hühner gehabt damals. Circa 50 Hühner haben wir gehabt. Und die Hühner wären alle auf einen Kreis stehen geblieben und hätten sie keine mehr gerührt. Wie wenn sie gelenkt wären. Und sie hat sich gefürchtet dann, sie hat geglaubt, es kommt ein Habicht, der Geier von Wald, wissen sie, die haben immer die Hühner vortragen, die kleinen Händeln. Und dann sieht sie auf einmal eine große silberne Kugel herunterkommen vom Himmel. Und von dieser Kugel ist momentan die Mutter Gottes, also hat sie die Erscheinung gesehen. Sie hat dort wieder gesagt, der Himmelvater war's. Und dann, Jans hat sie gefürchtet, sie hat wohl weggelaufen. Und da war sie wie gelähmt, sie hat nicht weg können vom Platz. Sie müssen stehen bleiben und da sieht sie halt, der Himmelvater war da, hat sie gesagt. Und dann ist sie zu mir reingelaufen, in der Küche, ich habe gerade geschieht, es war so um 2 Uhr Nachmittag. Und sagt sie, der Himmelvater war im Garten und hat sie gezittert vor lauter Angst und gemeint. Der Himmelvater war im Garten und gesagt, geh hör auf, hat der Traum. Nein, er war so schön, ganz schneeweiß anzogen. Und sie hat halt, und ich habe gesagt, verschwinde, ich glaube das, so etwas glaube ich nicht. Das kann nicht möglich sein. Und sie ist dann vor der Tür ausgelaufen und hat gewarnt und bitte soll's glauben. Und ich habe nichts mehr drüber gesagt. Und dann ist es schon wieder ein Gang gelaufen, wie die von Ockersen heimgegangen, von Feld. Die größeren Kinder haben schon müssen aufs Feld mitarbeiten. Das ist schon ein Gang gelaufen. Wisst ihr was Neues? Heute war der Himmelvater in unserem Garten. Die haben es auch dann wieder blöd angeschaut und haben es geschlagen. Haben sie gesagt, bist du übergeschnappt? Du spinnst wohl. Und oft hat sie Schläge gekriegt. Und das ist dann längere Zeit hergegangen, vielleicht 2 Monate herum. Und das Kind hat so gelitten und immer betelt und bitten, wir sollten es glauben. Und dann waren wir einmal mit der Maria, wir waren alleine zu Hause dann. Und dann haben wir gesagt, sie muss uns jetzt die Stelle zeigen, wo der Himmelvater erschienen ist. Und muss uns genau alles erzählen, wie das vorgegangen ist. Dann hat sie halt wieder das genau erzählt. Das ist eine schneeweiße Gestalt, schneeweiß angezogen mit einer goldenen Schnallen und Strahlen waren vom Kopf ausgegangen und einen langen Rosenkranz
hat auf der Hand gehabt, die Erscheinung mit dem großen Kreuz, und das Kreuz war blutig. Darum ist das größere Kreuz beim Rosenkranz bei der Mutter Gottes in der Kapelle. Genauso hat sie es gesehen, oder nur einen goldenen Gürtel, eine goldene Schnallen hat sie gehabt, aber einen Gürtel. Na, das war dann so weit, dann habe ich gesagt, wenn es wirklich wahr ist, dann kann es nur die Mutter Gottes sein. Wir haben es noch immer nicht geglaubt. Und ich war auf der Bett auf der Stelle, wo die Erscheinung war, dass die Mutter Gottes möchte Zeichen geben von der Echtheit, von der Wahrheit ihrer Erscheinung. Und dann 55 habe ich wieder die Erscheinung gesehen in der Stelle. Ich habe nur schneeweiße Gestalt gesehen. Es war am 13. Oktober 55. Und ich habe mich nicht. Und dann war es eigentlich so, war alles ruhig wieder. Und das Kind hat sehr viel gelitten. In der Schule hat sie viel schlecht bekommen. Die alle haben es verspottet. Und wir sind so schwer verspottet worden im ganzen Dorf. Und verleumdet und verachtet. Die haben gesagt, wir spinnen alle. Dann 55 habe ich die Erscheinung gesehen am 13. Oktober. Es war ein bisschen schon dunkel, gegen Abend. Und der Hund war bei mir. Und ich habe mir gedacht, jetzt will wir einen Spaß machen, weil sie gespottet, im Dorf so viel gespottet haben, die Leute. Ich habe mir nicht hingetraut. Und habe gesagt, so ein Hund, habe einen Hund hingeratzt halt. Der hat nichts gesehen, der hat sich geschmeichelt bei mir. Und habe mir gedacht, und ich habe dann wollen schreien, dass jemand kommt, mir werden nachschauen, ob das, was da los ist, nicht? Und wir haben wollen schreien, ist die Erscheinung verschwunden. Es war schneeweiße Gestalt, ein lichter Scheinausgang, es war sicher die Mutter Gottes. Aber ich habe mich nicht hingetraut, ich habe nicht genau sehen können. Und dann war es wieder ruhig. Und bis 56. Am 6. September, da haben wir jedes Jahr einen großen Anbetungstag. Und heute noch immer in der Kirche, im Allerheiligsten. Und damals war der große Anbetungstag. Und ich war ja sehr viel krank, ich bin 10 Jahre von 46 bis 56 immer meistens im Bett gelegen. Mir hat kein Arzt, kein Spital helfen können. Ich war auf der linken Seite gelähmt, ich habe einen Rückfall gehabt von einer schweren Operation. Und kein Arzt, jeder Arzt hat gesagt, mein Hausarzt, er kann mir nicht helfen, also ich wäre nur ein Skelett und ich bin unheilbar und ich kann nur warten, bis ich sterben kann. Haben sie mich ins Spital geführt, wieder zu Hause geschickt, hat der Oberarzt gesagt in Güssing, gehen Sie nach Hause, sterben können Sie zu Hause auch. Ihnen kann niemand mehr helfen. Und ich bin dann gelegen, fast 10 Jahre immer im Bett und so viel Bett und bitten, Herrgott, die Mutter Gottes, wenn ich noch 10 Jahre 46 habe ich die letzte Eilung gekriegt. Ich war 3 Tage bewusstlos, also schon abwesend von der Welt. Und dann ist wieder langsam besser geworden. Spital hat man nicht helfen können und auch der Arzt nicht. Habe ich so viel gebeten und bitte, Herrgott, die Mutter Gottes hat mir dann geholfen. Also etwas wieder besser geworden ist. Aber 10 volle Jahre bin ich meiste Zeit im Bett gelegen, von 46 bis 56. 56 am 6. September. Und ich habe immer bitten, Herrgott, die Mutter Gottes, wenn ich noch 10 Jahre leben darf, bis die Kinder aus der Schule kommen. Am 6. September war der große Anbetungstag, was jedes Jahr ist. Und ich bin am Bett gesessen. Es war so um 7 Uhr in der Früh. Und ich wäre so gern in die Kirche gegangen, weil ein Anbetungstag war es immer recht feierlich. Waren fremde Priester da. Und ich habe so betet und betet und habe mir gedacht, mein Gott, ich möchte auch gern in die Kirche gehen. Und auf einmal erscheint das Kreuz vor mir, das
ist eigentlich das Kreuz, der Baum, der grüne. Damals waren auch bloß, war nichts Grünes, es war das Kreuz nur bloß. Es war nichts Grünes, aber man dachte Mutter Gottes nicht. Und ich habe so hingeschaut zum Heiland und auf einmal ist er lebendig geworden, hat die Augen aufgeschlagen und ist Menschen groß geworden, so wie er normal am Kreuz war. Und ich habe ihm gebeten, er möchte uns die Sünden verzeihen. Ich habe gezittert und geschwitzt vor Angst. Und dann hat er die drei Worte gesprochen. Dir sind die Sünden vergeben, deiner Familie und den verstorbenen Eltern auch. Und da hat er mir so freundlich angelächelt und sein Gesicht hat gestrahlt, also hat geleuchtet wie die Sonne. Ich habe gar nicht hinschauen können. Ich habe die Herrlichkeit Gottes gesehen. Und dann hat es sich verkleinert wieder im Kreuz und das Kreuz verschwunden. Und ich war kalt in dem Moment. Ich bin aufgestanden, bin in die Kirche gegangen. Ich war schon vielleicht 15 Jahre nicht mehr in der Kirche, weil ich so schwer krank war. Und die kleinen Kinder haben wir gehabt. Und ich bin in die Kirche gegangen und die Leute haben sich verwundert, dass ich jetzt Kirchen bin, in der Kirche gekommen bin, wo ich immer zum Sterben krank war. Und ich war schon gefesselt in der Kirche, ich habe nicht mehr weg können vom Gebet. Ich war nicht kalt, ich war total umwandelt. Ich war nicht mehr der Mensch, was ich vorher war. Ich habe gesagt, Heiland, bitte lass mich sterben, ich möchte die Welt nicht mehr sehen. Und seitdem bin ich ein anderer Mensch. Also ich bin für die Welt bedeutet für mich nichts mehr, ins Geld und gar nichts. Ich lebe nur für den Heiland, für die Mutter Gottes. Und dass sie Zeugnis gibt für die Wahrheit, für die ganze Sache von diesem Kreuz und von allen, von den Erscheinungen. Und von dort an wurde ich dann gesund, habe ich jede Nacht gebetet am Kreuz, oft bis nach Mitternacht und sogar oft bis in der Früh, am Gründonnerstag, kein Freitag, kein Samstag und zur Kreuzerhöhung und die großen Feiertage, habe ich die ganze Nacht durchgebetet, bis die Sonne ist aufgegangen. Auch beim Straßenkreuz, in der Kapelle. Ich bin die letzte Zeit nicht mehr im Bett gegangen. Habe ich schon gleich ganze Nacht durchgebetet. Und dann ist mir die Krankheit überfallen mit meinen Füßen. Wie ich am 6. September, am Anbetungstag, von der Kirche zu Hause gekommen bin, ich war schon gefesselt im Gebet, habe fast nicht weg können in der Kirche, was vorher nicht der Fall war. Und dann war es schon ein bisschen spät und da wollte ich schnell was holen für die Schweine von Acker. Wir haben neben dem Garten war Acker. Da wollte ich Blätter holen von der Burgunder für die Schweine. Und ich gehe ahnungslos hinunter durch den Garten und an der Stelle, wo die Mutter Gottes zweimal erschienen ist, ist das Gras in Kreuzform welk, also gelblich-braun. Und ich bin stehen geblieben und habe geschaut, habe mir gedacht, das kann vielleicht ein Zeichen, vielleicht ist ein Zeichen, weil ich Mutter Gottes öfter bet habe, zur Mutter Gottes und bet habe um ein Zeichen. Noch im selben Jahr wurde eine Untersuchung des Kreuzes beauftragt. Leiter dieser Untersuchung war damals Bezirksinspektor Willibald Neuherz. Er bestätigte nach einer genauen Begutachtung und einiger Tests vor Ort, dass bei der Entstehung des Kreuzes eine mechanische oder chemische Beeinflussung auszuschließen war. Und dann ist der Schuldirektor gekommen mit den ganzen Schulkindern. Und der Polizeiinspektor Neuherz und der zweite Polizist, der Kollege von Neuherz, der Heisenberger. Und der haben Protokollaufnahme gemacht. Herr Inspektor Neuherz hat dann Protokollaufnahme gemacht. Also habe ich halt alles genau erzählt von den Muttergotteserscheinungen an der Stelle. Und auf einmal ist er ganz bleich geworden und ist weggegangen
und hat was leise gesprochen, seinen Kollegen Heisenberger, den zweiten Inspektor, ins Ohr gesprochen. Und dann sind sie gleich weggegangen und da hat der Herr Neiherz gesagt, der Inspektor Neiherz, ich muss nachmittag in seine Kanzlei kommen. Und ich bin dann wirklich hingegangen am Nachmittag und dann hat er gesagt, haben Sie das auch gesehen? Dreimal wäre ein feuriger Strahl durch das Kreuz gegangen, durch das Rasenkreuz. Dreimal wie ein Blitz, ganz ein feuriger Strahl. Ich habe nichts gesehen. Und der andere der zweite Polizist hat auch nichts gesehen. Und niemand, nur der Inspektor hat so ein großes Zeichen bekommen. Und der ist hundertprozentig überzeugt von der Echtheit und von der Wahrheit. Also er setzt sich ein, also bis aufs Letzte für das Kreuz. Er hat viele Vorträge gehalten am Pilgerheim hat, und auch beim Kreuz hat er gesprochen, wenn hunderte Pilger da anwesend waren. Und es ist auch der Bericht zum Lesen von seiner Aussprache, also was, wo er Zeugnis abgibt von der Echtheit von dem Kreuz. Und von dem Tag an ist das Tag und Nacht bewacht worden von Inspektor und von zweiten Polizisten. Der hat das immer beobachtet und durchsucht. Bis am 14. September ist das Gras dann ganz verdorrt, also total verdorrt. Am 14. September ist das, hat öfter probiert, er kein Gras ausrupfen können. Das war so fest wie Beton. Es hat fast zwei Monate nichts geregnet damals, so eine Trockenheit war. Und am 14. September zur Kreuzerhöhung ist das Gras, das Tiere Gras, was von dort ist, alles gelegen, oben auf dem Kreuz, also in Kreuzform, ganz verwickelt, so schön wie ein Engelhaar. Und das Kreuz war bloß in Erdboden eingeprägt, also wie ausgemeißelt. Bei einem Millimeter haben sie es gemessen. Also so genau war das ausgeprägt. Und das Gras haben langsam dann die Menschen kommen damals. Die ganze Zeit war sogar abgesperrt da von der Polizei. Und die haben das langsam mitgenommen. Wir hätten das abheben können, das Tiere Gras, und hätten es können in Plastik legen. Hätten wir es können aufbewahren bis heute. Und so haben sie so alles langsam mitgenommen, zum Andenken, die Leute. Habe ich selber keins mehr. Und das Kreuz war so deutlich eingeprägt im Boden. Also da hat niemand, kein Mensch. Sechs Jahre war das bloß, also ganz wie eingemeißelt in Erdboden. Das Gras hat sich drüber gelegt, was am Rand gewachsen ist. Und wenn man es hat frei gemacht, der Dächer ist von Zeit zu Zeit gekommen. Er hat da einen kleinen Einfang gemacht und zugesperrt. Und er hat es immer frei gemacht, da war so schön in Erdboden drinnen, das Kreuz. Und das siebte Jahr hat es angefangen, langsam mit Moos zu bewachsen. Dann war es ein natürliches Mooskreuz. Nach einem Jahr und nach etlichen Jahren haben sie es dann vergiftet. Und dann nach der Vergiftung ist es mit Gänseblumen bewachsen. Also war es ein normales Blumenkreuz. Es gibt ja Fotos heute noch von den Gänseblumen. Hat niemand was gemacht. Es kann überhaupt niemand zum Kreuz hinkommen. Ist ja alles versperrt. Und dann haben sie wieder vergiftet, das Kreuz mit den Gänseblumen. Und dann war es so verwüstet, hat es also ganz verwüstet, hat Sprünge bekommen. Und dann hat die Mutter Gottes gesagt, so wird die Erde aussehen nach der großen Katastrophe, nach dem Strafgericht. Und dann waren nur ein kleines Büschel Gänseblumen in der Mitte beim Kreuz. Und dann hat es langsam nach zwei Jahren wieder angefangen mit Moos, aber anderes Moos wieder. Und jetzt seitdem ist immer
mit Moos, aber es ist kein richtiges Moos. Es ist wie, also hat kleine Knospen bekommen und hat, das Moos hat geblüht. Und das Kreuz war Winter und Sommer immer frisch grün. Und außen ist alles verdorrt und alles abgestorben. Das war immer frisch grüne im Kreuz, das kleine Moos. Jetzt im Oktober 1984 ist das Kreuz wieder wunderschön mit Moos bewachsen und ganz deutlich ausgeprägt. Also sehr wunderschön. Und es sind auch schon sehr viele Heilungen, hunderte Heilungen und Bekehrungen sind schon vorgekommen. Durchs Gebet und durch das Wasser. Das Wasser ist auch gesegnet in der Kapelle. Die Quelle fließt durchs Rasenkreuz, unten durch. Und da haben sehr viele Gebetserhörungen und wird sehr viel geholfen von der Mutter Gottes, wer Vertrauen hat, durchs Gebet und durch das Wasser. Und da möchte ich heute bieten, die Pilger, wenn jemand da Hilfe hat oder Heilung oder Bekehrung, Hunderte haben sie auch schwere Sünder bekehrt schon hier, ganz schwere. Und die Mutter Gottes bittet, dass jeder den Dank schuldig ist, wenn jemand geheilt wird oder geholfen wird oder bekehrt wird. Also eine kleine Dankschreibung, ein Dank der Mutter Gottes. Aloysia Lex wurden auch seherische Fähigkeiten nachgesagt. Am Abend des 22. November 1963 hatte sie die Vision eines schrecklichen Ereignisses. Wie es sich am Morgen danach herausstellte, war es die Vision der Ermordung des amerikanischen Präsidenten John F. Kennedy. Es waren also niemand nichts gekriegt und mit den Schlagen waren, die haben so eine Unruhe gespürt und das so fürchterlich schlecht ist geworden, so viel Schmerzen habe ich gehabt und da man denkt, dass wir vielleicht gar sterben da müssen, so ein Drohkonzert und das gar keine Lust mehr kriegt. Und ich wollte schreien zu meiner Tochter, schreien, ob ich auch nicht komme, dann habe ich so gebetet und bitte Mutter Gottes, sie soll mich nicht verlassen. Und dann habe ich ein bisschen, das war so wie für sich, ja, und ich habe geschlafen auch nicht, da habe ich gesehen, wie eine schöne, eine junge Frau hat einen toten Mann an den Arm gehabt. Ganz viel Blut war er. Und ganz überstreckt mit Blut. Und ja, der erste war der Engel, ja. Und er hat immer diese Frau gesehen mit diesem Mann und dann war sie schwarz gekleidet. Dann habe ich so einen ganzen Leichenzug, das Begräbnis, alles gesehen von Kennedy. Am nächsten Tag hat der Radio gemeldet, genau in der Zeit, um 9 Uhr ist er ermordet worden, wie ich das Vision habe gehabt wird. Thank you.
Am Freitag, dem 28. Dezember 1984, stirbt Aloysia Lex im 77. Lebensjahr an den Folgen eines Herzversagens. Am Silvestertag des gleichen Jahres wurde sie zu Grabe getragen. Viele Pilger und Freunde gaben Mutter Lex ihr letztes Geleit. Unter ihnen auch Otto Zischkin aus Wien. Hans Müller war mit seiner Pilgergruppe aus der Schweiz angereist. Pfarrer Krobot aus Eisenberg, Hochwürdenpfarrer Johann Hochwarter und ein Priester der näheren Umgebung feierten für Mutter Lex die Seelenmesse. Am Dienstag, dem 26. Februar, knapp zwei Monate später, starb auch Karl Lex, der Mann von Aloysia Lex, ganz unerwartet in Eisenberg. Bis heute ist das Rasenkreuz unverändert das Ziel tausender Pilger. Fest steht, dass das mittlerweile durch ein Gitter geschützte Rasenkreuz allen Überprüfungen standhielt und ein damit verbundener Schwindel nicht nachgewiesen werden konnte. Seit Fatima, da hat sie die Fatima-Botschaft wiederholt bei der letzten Erscheinung, hat sie gesagt, ich sprich hier die gleichen Worte, wie ich in Fatima gesprochen habe. Und ich mache hier den gleichen Aufruf, wie ich in Fatima gerufen habe, zu Gebet, Opfer und Buße, Umkehr. Sollt viel gebetet werden für die Bekehrung Russland, für den Frieden in der Welt, für die Bekehrung der Sünde und für die Rettung der Seelen. Und ehe das nicht geschieht, wird sich Gott der armen Menschheit nicht mehr erbarmen, die am Rande ihres Untergangs steht. Ja, und da sagt sie, sie kann die Welt nicht mehr retten und die Menschen. Es ist ja zu viel versäumt, weil sie nicht anerkannt wird und überall abgelehnt wird, ihre Botschaften nicht erfüllt werden. Und da heißt es halt, also von Manchegore hat sie gesprochen. Manchegore ist auch echt. Aber es dürfen Eisenberg, darf ein Manchegore nicht unterschätzt werden, nicht vernachlässigt werden. Hier ist das Zeichen des Heiligen Kreuzes.